ja, trotzdem, jetzt will ich nochmal wieder, okay, jetzt merke ich, ne, jetzt kommt sie so langsam in Fahrt, ne? Aber ich hole jetzt mal deine Tochter dazu. Du hast ja gesagt, sie wollte noch als Jugendliche eine Tätowierung haben. Mama hat erstmal interveniert. Du hast gesagt, du kannst ab 18 selber entscheiden. Sie hat sich ausprobiert und das war, glaube ich, jetzt gar nicht so unbedingt die allerbeste Idee, denn so richtig happy ist sie nicht, haben wir schon gehört. Herzlich willkommen, hier ist Nessa! Also, ich habe es gerade schon gehört, du hast deine Mutter früh das erste Mal damit konfrontiert, dass du gerne eine Tätowierung haben wolltest. Ne? Mhm. Sie hat erstmal so ein bisschen abgelehnt oder erstmal gesagt, will ich nicht so gerne. Ne? Mit 18 hast du es dann durchgezogen? Ja, an meinem 18. Geburtstag. Und wie alt bist du heute? 26. Mhm. Wie würdest du sagen, war die Entscheidung? Hast du es richtig gemacht oder nicht? Schwierig zu sagen. Das Ding ist, ich kann euch verstehen, ich kann meine Mama verstehen, ich kann eure Meinung verstehen. Ich hätte am liebsten so ein Mittelding gehabt zwischen dir und meiner Mama. Das wäre super gewesen. Das Ding ist, daher, dass meine Mama nicht tätowiert ist, war es für mich total schwer, ihre Seite zu verstehen, dass sie die ganze Zeit dagegen war. Du denkst dir als Jugendliche, als Kind, so, boah, das sieht so cool aus. Du siehst bei Pinterest irgendwelche Bilder und denkst dir so, ja Mann, genau das will ich. Du siehst Tokyo Hotel irgendwo im Fernsehen und denkst dir so, diesen Stern, das ist meiner. Aber es ist halt voll schwierig, das zu verallgemeinern, weil im Endeffekt... Wo bist du tätowiert, wenn ich mal kurz fragen will? Ich war hier tätowiert. Das Einzige, was noch da ist, ist das hier. Und meinen ganzen Arm bin ich noch am Lasern. Es ist halt super schwer. Also, darf ich das mal kurz angucken? Ja, natürlich. Ist das okay? Also, was waren das? Rosen oder was waren das? Das waren Rosen, genau. Hier oben war ich auch tätowiert, meine Hand war tätowiert. Ist das gelasert alles? Das ist okay, wenn ich dich so anfasse gerade, aber ich finde es auch, ja, weil das hat auch was Haptisches. Also, das heißt, es ist irgendwie auch interessant zu gucken, wie es sich anfühlt, weil man merkt schon, so ein bisschen knubbelig ist das Ganze. Das wird ewig so bleiben, ne? Also, ja? Um auf Ihre Meinung einzugehen, ich habe mittlerweile, ich glaube, was hatte ich eben gesagt? Ich glaube, 17 Tattoos insgesamt und ich lasse alle lasern bis auf eins. Und wow. Ich habe an keinem einzigen Tattoo eine Narbe. Das ist der einzige Arm, an dem ich Narben habe, weil es war viel zu tief gestochen. Also wie darf bei dir ich am mal Bein. Kurz dann was fragen? Natürlich. Wie viel hast du gezahlt? Hast du zum Beispiel mal so ein Tattoo wie jetzt ich zum Beispiel in dieser Größe gehabt? Mein ganzer Arm war voll. Okay. Meine Wirbelsäule war voll. Für was jetzt? Fürs Stechen oder Lasern? Fürs Weglasern. Ah, das ist schwierig zu verallgemeinern, weil die das pro Zentimeter messen. Und daher, dass ich super viel in einer Sitzung habe, kannst du das gar nicht verallgemeinern. Aber könntest du nur mal so einen groben Richtwert, also die Tätowierung des ganzen Armes, was das gekostet hat, alles in allem, und das wieder weglasern, was das gekostet hat. Das finde ich schon spannend. Also ich kann so viel sagen, dass das Tattoo so viel, wie es am Arm war, genauso viel kostet zum Weglasern, nur dass du das für jede Sitzung zum Entfernen dann bezahlst. Mhm. Also es ist schon sehr, sehr Moment, viel. Moment. Bin ich viel los, ja. Moment, das habe ich jetzt... Ja. Also wenn wir 1.000 Euro Tätowierung weglasern lassen, muss ich bei jeder, nur mal so als grobe Faustformel. Als grobe Faustformel, hast du bei jeder einzelnen Sitzung, die du für dieses 1.000 Euro Motiv brauchst, nochmal 1.000 Euro fürs Weglasern, brauchst du aber 5 Sitzungen oder was? Ungefähr ja, aber es kommt auch darauf an, wenn du natürlich zu einem Tätowierer gehst, der pro Stunde, keine Ahnung, 500 Euro nimmt, dann ist es natürlich weniger, aber das kommt halt immer drauf an. Das finde ich mega interessant, was du gerade sagst, weil da habe ich... ein Auto für, ja. Ja, wie viel hast du schon reingesteckt insgesamt in das... Super viel. Also ihr müsst bedenken, du kannst keinen Arm ringsrum lasern bei einer Sitzung. Wenn du anfängst und die Farbe ist sehr dunkel, da sieht man auch, wie dunkel es ist. Ganz oben, das sieht man nicht so ganz, da war es komplett schwarz und es war halt viel zu dunkel für mich. Also wäre das Ganze heller gewesen wie bei ihr, ich weiß nicht, ob ich es dann entfernen lassen hätte. Allerdings, als ich das habe stechen lassen, war ich schon bei der Tattoo-Entfernung für andere Stellen. Also wie kam das, dass du auf einmal fast alle wegmachen lassen willst? Das kam Stück für Stück. Also ich muss ehrlich sagen, bei mir kam das gar nicht so, dass ich so dachte, so je, heute alle Tattoos entfernen, sondern ich habe ein, zwei entfernen lassen, weil die von der Bedeutung her schwierig waren irgendwann für mich und dementsprechend hat sich das dann Stück für Stück geläppert, wenn man das so sagen kann, dass ich dann irgendwann dachte, okay, ich lasse es jetzt einfach entfernen. Also das ist interessant. Das heißt, es ging nicht nur darum, dass dir das Motiv nicht mehr gefallen hat, sondern auch die Aussage des Motives und da sind wir wieder bei der Hintergründigkeit, die das Ganze trägt. Hat aber nichts mit einem Ex-Freund zu tun, will ich dazu sagen. Also auch. Nein, die Motive sind unterschiedlich, aber wir haben gehört und gelernt, dass... Also hatte großartig keine Bedeutung für dich? Das hatte eine Bedeutung für mich, hat auch was mit meiner Familie zu tun, aber es ist halt schwierig,
wenn sich Lebenssituationen ändern und definitiv. Ja, ist halt super schwer. Du hast noch keine Kinder, oder? Ich habe noch keine. Nein. Aber was würdest du, stell dir vor, du hättest jetzt irgendwie eine 13-jährige Tochter oder was und die kommt und sagt, Mama, ich möchte eine Tätowierung. Wie würdest du reagieren? Was also du mit versuchen? 13 wäre ich raus. Da würde es bei mir auf gar keinen Fall irgendwas geben, weil 13 ist definitiv zu jung. Ich finde so 15, 16 ist so ein Alter, da kann man drüber sprechen. Je nachdem auch was für ein Motiv. Das wäre mir allerdings ein bisschen zu groß fürs erste Mal. Das ist doch gar nicht so groß. Ja. Das ist der ganze Unterarm. Ne? Also muss jeder für sich selber wissen, zu was er dann ja sagt. Ich weiß, dass wenn meine Mama es mir mit 15 erlaubt hätte, ich hätte es direkt gemacht, aber dementsprechend habe ich es auch mit 18 direkt gemacht. Also mich hat das Alter... Und das hat dich nicht geschützt vor dieser Fehlentscheidung am Ende, ne? Weil so hast du es ja jetzt gefunden als Fehlentscheidung. Ich würde gerne noch meinen nächsten Gast dazu holen und damit die Runde komplettieren. Denn das Interessante ist tatsächlich, dass er sagt, okay, also dieses Wettlasern, das wäre eine Sache, die er völlig absurd findet, also für ihn überhaupt nicht in Frage kommt. Daher sagt er ganz klar, also man muss vorher bitte keinen Fehler machen. Hat er natürlich irgendwie ein Stück weit recht. Herzlich willkommen, hier ist Florian. Na, darf ich nochmal deinen Arm haben? Natürlich. Was sagst du dazu? Alles war mal voll mit Rosen überall. Jetzt ja, hätte ich gelassen, hätte ich nicht weggemacht. Nicht weggemacht oder gar nicht erst gestoppt? Aber warum, wenn ich fragen darf, also wenn ich jetzt mal dazwischen reden kann? Ja, aber du darfst dazwischen reden, du darfst da dazwischen reden. Aber warum? Warum? Ich habe mich ja mal entschieden dafür, sowas zu machen. Wenn ich mich entscheide, sowas zu machen, dann ist das ja nicht, weil ich jetzt Bock habe, eine Pommes zu essen oder ein Schnitzel. Ja. Dann lasse ich das ja machen. Und wenn ich das dann nachher wieder wegmachen lasse, dann habe ich mich ja auch nie richtig dafür entschieden. Okay, aber wenn du zum Beispiel deine Tattoos... Aber wenn jetzt zum Beispiel deine Tattoos schlecht gestochen wären und du wärst richtig unglücklich damit und du würdest dich nicht mehr identifizieren damit, was meine würdest Tattoos du da machen? Auch schlecht gestochen. Guck mal, ich habe grüne Flammen. Hast du schon mal grüne Flammen gesehen? Aber Es ist ja aus einer Situation entstanden und das ist ja auch eine Erinnerung, warum das so entstanden ist. Ich kann ja jedem eine Geschichte zu erzählen. Ich möchte noch mal kurz, Nessa, auf deinen Arm oder auf deine Haut zu sprechen kommen, denn du hast ja von gesagt, eine bleibt stehen. Eine Tätowierung. Welche? Die. Der Kuss. Der ist ein Kuss. Ja, ist von einer gewissen Person. Also es sind die Lippen einer gewissen Person, nicht meine. Und die hat aber, diese Person hat auch heute noch Wichtigkeit für dich. Ja. Das freut mich. Das gleiche habe ich auch am Hals. Den Kussmund von meiner Frau. Wirklich, ja? Ich habe ja schon einen guten Laser. Genau, wenn du bei dir vorbei ist, hier ist deine Frau. Und wenn du jetzt deinen Handrücken auf seinen... Dann brauchst du doch nicht wegmachen. Wenn sie jetzt deinen Handrücken auf deinen Hals legt, dann knutschen die beiden. Nein, die knutschen. Aber lass das Kind mal hier raus in mir. Also... Okay, verstehe ich. Jetzt wäre die Frage natürlich, sollte diese Person, ich weiß ja nicht, um wen es geht, aber ich interpretiere jetzt mal, das ist vielleicht eine Liebe, die du gerade hast, wenn die sich wieder erledigen würde, würde das dann auch mit dem Laser zum Opfer fallen? Weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich habe einen guten Laserspezialisten, dementsprechend, ich kenne eine gute Adresse. Also. Aber da kann man ja sagen, sie geht ja schon davon aus und dann hat sie sich ja nie richtig dafür entschieden, weil wenn du eh schon davon ausgehst, sagen wir mal, wenn du dich jetzt hier gelasert hast und da, dann weißt du ja schon, dass irgendwann wirst du es auch lasern. Ich kann wetten, sie wird es irgendwann weglasern. Mhm. Also ich habe mich auch mal entschieden für einen Kussmund. Ich hatte auch mal einen Kussmund hier unter meinem Totenkopf. Bei der Meinung. Da, ich sehe ihn noch unter der Kette. Ja, siehst du ein bisschen ganz genau. Darf ich mal? Ja, mach das mal. Jo, ihr habt alle, es gibt's doch gar nicht. Das war mal ganz toll, aber ich wusste nicht, von wem er war. Und irgendeiner sagte, stell dir mal vor, das war jetzt eine alte Frau oder hin und her. Und die haben mich so kirre gemacht. Oh, ja, da haben wir nachts hier in Köln mal eben diesen Totenkopf darüber gestochen. Der ist bis heute noch nicht ausgemalt. Aber wieso da auf einmal, aber das ist doch komisch, weil da auf einmal... Genau, das sind wir schon wieder bei dem, warst du auch nicht glücklich mit dem Tattoo, oder? Du hast dich ja... Hör mal, ich habe viele, viele Jahre habe ich das getragen. Ja. Da habe ich mir selber die Gedanken gemacht, mein Gott, ich weiß echt nicht, was war denn für eine Frau letztendlich? Ich war vielleicht ein Mann oder so. Ja. Und dann habe ich es überstechen lassen, aber ich habe es ja nicht ausmalen lassen. Man sieht es ja noch. Du hast aber du hast ja trotzdem was drüberstechen lassen, oder? Ich habe was drüberstechen lassen. Genau. Aber warum bist du dann dagegen, wenn sich einer dann ein Tattoo weglässert, der unzufrieden ist? Und du hast zu dir, darf ich zu dir nochmal was sagen? Du hättest ja auch einfach den Kussmund, aber du hättest ja einfach auch den Kussmund da lassen können, man sieht ja den Kussmund, sieht man auch, der ist jetzt nicht ganz weg. Naja, also was anderes ist jetzt nur da drüber. Was wolltest du dir denn sagen? Ich stehe ja auch dazu. Achso, mit deinem Bein wollte ich sagen, da hattet ihr schon vollkommen recht, wenn er so eine Matrize da drüber macht, ne, das sagt man ja so beim Tätowieren. Matrize? Ja, das ist so der Abdruck, den er dann da drüber macht. Ne? Dann hättest du ja die ganze Zeit noch sagen können, ich will das nicht. Und wenn die Farbe gesehen hast, die dir genommen hat, hättest du auch sagen können, die Farbe will ich auch nicht. Aber jetzt wärst du gesehen, wo es fertig war. Ja, du meinst, wie warst du bewusstlos? Also du siehst doch, was der macht auf deinem Bein.
Du meinst die roten Augen, oder? Also wie hat sie dir denn gelegen? Also jetzt mal ehrlich, aber warum hast du das nicht gesehen? Also meine Tätowiererin gucke ich immer zu. Du sagtest doch gerade, sie hat es erst gesehen, als fertig war. Ja. Die roten Augen habe ich erst gesehen am Ende. Also die roten Augen. Ja, aber du siehst doch, wenn er da mit seinen Tätowierungen... Hat er dir nichts doch so? Gesagt? Oder wie hast du denn... Hat er dich nicht gefragt oder dir Bescheid gesagt, was willst du für eine Augenfarbe? Nein, nein. Aber dann bist du selber schuld. Aber stören dich jetzt nur die Augen? Ich meine, ich habe vorhin schon gesagt, das war ja schon 6, 7, 8 Stunden. Ich war kaputt. Ja, aber das besprichst du ja schon, bevor du dich stechst. Ich möchte blaue Augen, grüne Augen. Also ich meine wirklich, ein professioneller Tätowierer fragt dich, welche Augenfarbe du haben möchtest. Du kannst nicht einfach gehen, kannst du nicht. Er ist aber in die Farbe gegangen und hat mich gestochen. Wenn er dich aber nicht fragt, dann musst du ja schon von Anfang an checken, warum fragt er mich nicht? Da ist irgendwas faul. Da musst du ihn aber ansprechen. Du kannst ja nicht sagen, einfach, ja, okay, dann mach mit mir, was du willst. Aber ihr tut so, als wenn man bei jeder Entscheidung im Leben immer zu 1 Milliarde % hinterher steht, das könnt ihr mir ja, aber sagen. Du musst doch für das, aber du was hast, du bestechen lässt, musst du, ja, gedacht, du kannst musst du mir nicht stehen. Sagen, dass wenn du im Restaurant bist und da steht kein, da steht zum Beispiel nicht drin, okay, da ist jetzt Schweinefleisch drin und die Kellner bringen dir das. Ich frage auch, aber okay, die bringen dir das und dann ist das da drauf. Ja. Passiert manchmal, da musst du ja auch zum Kellner sagen, tut mir leid, aber bei einem Tattoo ist es schwierig. Er hat bestimmt gedacht, na gut, er hat die Ahnung davon, er muss es. Ja, aber du guckst das auch nicht. Du gehst ja auch zu jemandem, der Ahnung hat. Also ich glaube, wir können uns aber, ganz kurz mal, wir können uns wahrscheinlich aber wirklich auf eine Sache auch für heute einigen. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass jemand eine andere Haltung hat. Tätowierungen muss jeder für sich selber entscheiden. Ich glaube, es gibt diesen Moment, wo Heranwachsende das auf einmal mega spannend finden, hatten wir heute mehrfach das Thema, ist eins, wo ich sofort anspringe. Ich glaube, coole Message war, hört als Elternteil, hört euren heranwachsenden Kindern zu. Ja, warum wichtig. Wollen sie das? Was wollen sie? Was wollen sie ausdrücken? Erlaubt es aber nicht einfach blind. Nein, ja, das nein, ist nein. die andere Seite. Also genau überlegen. Vielleicht die Kinder, also die Teenies dazu motivieren, einfach noch 2, 3 Jahre zu warten und zu gucken, ob sich das Gefühl nochmal wieder ändert. Ist auch eine wichtige Botschaft, glaube ich. Und ich glaube, die wichtigste Botschaft in Sachen Tätowierung für heute ist, unbedingt informieren nach der Qualität oder was die Qualität des Tätowierers ist. Sachkenntnisse einfordern, Expertise einfordern, hören, was andere für Erfahrungen gemacht haben, sich genau informieren, was man will und wirklich lieber erstmal zart anfangen und nicht gleich bam. Man sollte vielleicht auch erstmal eine Woche damit rumlaufen, das macht auch jeder Tätowierer. Der malt das irgendwo auf und dann kannst du eine Woche... Mega Idee. Solche gibt es auch. Ja, ja, dann guckst du dir das Ich komme mir schon ganz seltsam vor. Ja, ich danke euch ganz herzlich, war total schön. Ich wünsche euch alles Gute und verabschiede mich. Ich freue mich auf nächstes Mal.